So, hallo, heute haben wir wieder ein spannendes Video für euch und ihr habt euch ja zum Thema Selbstbewusstsein Videos gewünscht und da haben wir heute auch nochmal einen Gast da. Vielleicht kannst du dich einmal selbst vorstellen. Gerne. Hallo zusammen und erstmal danke für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Christine, ich bin 35 Jahre alt und ich komme, wie die meisten wahrscheinlich von euch, auch aus Östringen. Ich bin gelernte Industriekauffrau, habe aber die letzten 7 Jahre als Tauchlehrerin rund um die Welt gearbeitet, wo ich auch meine Leidenschaft, meine Mission gefunden habe. Und zwar helfe ich jungen Menschen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Okay, sehr schön. Wie würdest du Selbstbewusstsein denn selbst beschreiben? Ich habe euch da was Kleines vorbereitet. Switchen wir gerade mal rüber zum Metaboard. Und zwar guckt euch das mal an. Selbstbewusstsein. Achtet auch hier bitte auf die Schreibweise. Selbstbewusstsein. So, was zählt denn jetzt? Was gehört denn dazu zum Selbstbewusstsein? Auf jeden Fall natürlich zu wissen, wer man ist. Als nächstes, dass man weiß, welche Eigenschaften, Stärken und Fähigkeiten man hat und dass man sich seiner eigenen persönlichen Geschichte bewusst ist. Und dass man sich natürlich so akzeptiert, wie man ist. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass man an sich glaubt. Und was ich am besten Selbstbewusstsein finde, ist, man kann es lernen. Ihr könnt euch selber programmieren, selbstbewusst zu sein. Wie kann man sich denn selbst programmieren? Den Tipp, den ich euch jetzt gebe, der kommt im Prinzip von meiner Oma. Das hat sie mal vor 20 Jahren zu mir gesagt. Und zwar hat sie erzählt, beziehungsweise gesagt, dass ich das auch machen soll, jeden Morgen vor dem Spiegel zu stehen und laut zu sagen, es geht mir gut und alles wird gut. Heute weiß ich, dass man das Affirmation nennt und dass sie wirken. Ich habe es ja getestet. Gut, was ist denn eine Affirmation überhaupt? Gehen wir zurück zu unserem Metaboard. Hier habe ich euch auch was vorbereitet. Affirmationen sind positive Glaubenssätze. Sie sind eine wichtige Methode, um unser Gedankenmuster und unser Selbstbild zu verändern. Affirmationen können negative Glaubenssätze überschreiben. Sie können negative Emotionen loswerden, Selbstvertrauen aufbauen und die Stimmung steigern. Zum Beispiel, heute ist ein schöner Tag, es geht mir gut, ich kann alles schaffen oder ich bin gut genug. Affirmationen werden schon seit Ewigkeiten von Menschen als Hilfsmittel zur Persönlichkeitsentwicklung benutzt. Als Beispiel, sicherlich kennt jeder von euch den Namen Muhammad Ali. Der hatte auch eine Affirmation, das war, ich bin der Größte und er war einer der größten Athleten der Welt. Warum wirken positive Glaubenssätze? Das ist eine interessante Frage. Die Antwort ist, unser Gehirn kann nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden. Durch Affirmationen äußern wir unsere Wünsche und gleichzeitig programmieren wir dadurch unser Gehirn, genau nach diesen Wünschen, nach diesen Umständen zu suchen. Und wie kann ich meine eigene Affirmation erstellen? Gucken wir mal hier rüber. Wenn wir unsere eigene Affirmation erstellen, gibt es 2 Dinge zu beachten. Einmal, dass wir den Satz in der Gegenwart und positiv formulieren. Jeder von uns hat Vorbilder. Jetzt stell dir mal dein Vorbild vor. Welche Eigenschaft macht diese Person zu deinem Vorbild? Ist die Person zum Beispiel besonders mutig
Oder hast du, wie ich, bei meinem Vorbild das Gefühl, dass diese Person einfach alles schafft? Dann nimm dir jetzt mal einen Zettel und was zu schreiben und schreib auf. Er oder sie ist, für die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, mutig, beziehungsweise er oder sie schafft alles. So, dann streichen wir im Prinzip das Sie ist durch. Hier. Und ersetzen das mit Ich bin. Ich bin mutig und ich schaffe alles. So könnt ihr das mal durchgehen. Wie gesagt, überlegt euch die Eigenschaft, die euer Vorbild zu eurem Vorbild macht. Schreibt das alles mal auf. Ersetzt er oder sie durch ich und schon habt ihr eure eigene persönliche Affirmation. Schön. Was mache ich mit meinen eigenen Affirmationen denn? Ihr dürft die verinnerlichen. Für meine Beispiele jetzt. Wie fühlt sich's an, wenn man mutig ist? Was ist das für ein Gefühl? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn ich alles schaffe? Versetzt euch in dieses Gefühl rein. Und ihr habt ja die zwei Sätze jetzt oder die Sätze schon aufgeschrieben. Ihr könnt die gerne einzeln auf ein Blatt Papier schreiben und dann klebt ihr euch das irgendwo hin, wo ihr das tagtäglich seht. Und jedes Mal, wenn ihr das seht oder daran vorbeilauft, sagt ihr das laut und ganz wichtig, versucht euch da reinzufühlen. Versucht in dieses Gefühl zu kommen, wie sich das anfühlt. Ja, dann vielen Dank für deine Tipps zum Thema Selbstbewusstsein. Probiert es doch selbst mal aus und gebt uns doch bitte Rückmeldung, ob es geklappt hat, wie ihr damit klarkommt. Ihr könnt gerne anrufen, uns schreiben über Instagram oder eine E-Mail. Wir leiten auch alles an die Christine weiter. Ja, und ich bedanke mich auch, dass ich heute hier sein durfte und euch ein bisschen was mitgeben konnte. Wie die Julia schon gesagt hat, probiert es gerne mal aus, schreibt uns Feedback, wie das funktioniert hat. Und wenn jemand Interesse an einem Online-Kurs hat, dann darf er sich auch gerne bei mir melden. Den können wir gerne testen zusammen. Bis dann, tschüss!